Ja, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen Frischhoff Göppingen. Endstand vor 3.647 Zuschauern 30:26. Ich begrüße den Gästetrainer und bitte Herrn Andersson um sein Statement. Ja, Glückwunsch Robert und Erlangen zum einen verdienten Sieg. Klar, ich sitze hier wieder und bin enttäuscht über unser Spiel. Wir haben wieder ein schlechter Start bekommen, wie gegen Rhein-Neckar Löwen. Wir kommen zu so einer guten Chance, finde ich. Kommt viel Unsicherheit in unsere Mannschaft. Wir verschießen unglaublich viele hundertprozentige Chancen. Vom Anfang an geht auch unsere Abwehr ein paar Fehler. Bekommt keine Aggressivität richtig da und bekommt auch ein paar blöde Tore, finde ich, in unserer Abwehr ein paar Problem da zwischen ein paar Spieler, aber ich finde, da ist wo man unsere Probleme legt in Angriff, aber wieder bekommt so eine gute Chance und ja, das ist auch schwer zu gewinnen, man, ja, heute hat die Katze, was hat Robert gesagt, 46% und 22 Parade und klar, da ist 12 Parade mehr als was wir haben und aber so ist das in Handball und im Sport und die Torhüter gehört dazu, aber kann nicht richtig da erklären, warum wir im Moment so viel verschießt. Und klar, das nervt die Mannschaft. Das hat man auch gesehen hier heute. Aber Glückwunsch und Dankeschön. Vielen Dank. Robert, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, schönen guten Abend. Danke für die Glückwünsche. Ja, ich bin natürlich froh über zwei wichtige Punkte, auch über unser Sieg. Ich finde, wir haben fast oder wie immer oder sehr oft eine sehr gute Anfangsphase, sehr gute Halbzeit. Wir gehen da in Führung, spielen sehr gut, aber diesmal könnten wir das auch über 60 Minuten lang halten und auch eine okay zweite Halbzeit machen, finde ich. Selbstverständlich hat Magnus viel gesagt. Manchmal machen wir das, sehr viel verschießen, freie. Aber heute haben wir ja mit Abwehr-Torwart hervorragend gespielt. Torwart oder Katze hat Bälle aus dem Rückraum gehalten, was sehr, sehr wichtig ist. Und dann natürlich diese Extra-Bälle und kommen dann auf fast 46%, das ist ja Wahnsinn. Aber ich bin mehr, dass wir spielerisch gut spielen kann und mithalten kann und auch gewinnen und so weiter, das weiß ich. Aber ich bin mehr stolz auf unsere Reaktion nach letztes Spiel, weil heute, finde ich, haben wir das gezeigt, was uns ein paar Mal gefehlt hat, diese letzte Wille-Einstellung. Heute haben wir 10 Abpraller gekriegt. Das ist nicht immer normal für uns. Wir haben einen verloren, aber da hat sie zwei Leute hingeschmissen. Solche Sachen macht sehr, sehr viel aus, um solche Spiele zu gewinnen. Und das wollten wir unbedingt zeigen für uns selber. Und das, finde ich, haben wir gemacht über 60 Minuten. Und diese kleinen Sachen sind ausschlaggebend für Spiele zu gewinnen. Und dann kommt das andere von sich ein bisschen alleine. Angriffsspiel und so weiter. Umschaltungsspiel, erste Halbzeit fand ich sehr gut, dann haben wir 6 Tore gemacht, ein bisschen weniger, zweite nur ein Tor, deswegen haben wir da ein bisschen Rückstand verloren, finde ich, aber Gegner hat ja immer so einen Lauf mit 3-0 4 und so weiter, aber trotzdem sind wir da nicht aus der Ruhe geraten, sondern weiter unser Spiel gemacht und zum Glück auch selbstverständlich ein paar glückliche Einzelaktionen und Tore gemacht und das hat immer diese Führung für uns, dass wir diese Führung gehabt haben. Ich bin natürlich auch froh für ein paar Spieler, wie Isa heute, Kevin, die ihre Chance wieder genutzt hat und das super gemacht. Aber insgesamt fand ich, war eine super Reaktion und super Mannschaftsleistung von uns heute. Danke. Vielen Dank, Robert. Jetzt wollen wir den Manager von Frisch auf zu Wort kommen lassen. Wie haben Sie die 60 Minuten gesehen? Ja, Glückwunsch auch noch allen. Ich denke, wir sind viel zu wenig fokussiert ins Spiel gegangen, waren dann gleich 4-1 oder so im Hintertreffen, haben dabei auch ein Katziganis warm geschossen. Diese Bälle sind mitten aufs Tor gekommen.
Von daher hat er die nötige Sicherheit gekriegt und dann natürlich ein überragendes Spiel gemacht. Unsere Torhüter konnten diese Leistung nicht anknüpfen, das war der entscheidende Unterschied. Schlussendlich war das aber in Summe viel zu wenig von unserer Mannschaft, was man für eine normale Bundesliga-Leistung erwarten darf. Dankeschön. Vielen Dank, René. Ja, schönen Abend. Tollhaus. Bitte? Tollhaus. Tollhaus heute wieder. Wie hast du es wahrgenommen, das Spiel? Ja, ich denke, erstmal schönen guten Abend von meiner Seite. Auch vielen Dank für die Glückwünsche. Ich denke, die haben wir uns heute wirklich redlich verdient, weil wir eine richtig tolle Reaktion auch auf den vergangenen Samstag beim BRC gezeigt haben. Das war das, was wir uns vorgenommen haben. Wir stehen natürlich mit einer tollen Punktezahl im Mittelfeld und könnten sagen, wir lassen die Saison jetzt in Ruhe zu Ende auslaufen. Aber der Ehrgeiz der Jungs ist ungebrochen. Und nach dem Spiel hat man gemerkt, wie enttäuscht alle waren. Und sie wollten unbedingt jetzt darauf zeigen, was sie können. Und ich finde, das haben sie in allen Bereichen heute getan. Von der Torwartposition, von der Wurfeffektivität, von der kämpferischen Einstellung, von allem, was heute das, was wir kennen von den Jungs, das ist das, was den HC Erlangen auf diese Stufe jetzt schon gehoben hat, wo wir stehen. Und da sind wir natürlich sehr froh, weil wir haben heute jetzt auch nicht irgendjemanden geschlagen, sondern Göppingen ist der amtierende ERF-Cup-Sieger und haben sich jetzt wieder für ihr Heim-Final Four qualifiziert. Also das ist eine unglaublich starke Mannschaft, die wir heute bezwungen haben. Das muss man sich wirklich bewusst machen und da sind wir natürlich sehr froh und haben, wie du schon sagst, die Arena wieder mal in ein Tollhaus verwandelt. Und da freue ich mich auf weitere Spiele und ja, wünsche uns noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal bei den Rhein-Neckar-Löwen nächsten Sonntag. Dankeschön. Danke, René. Zeit für Ihre Fragen. Kurzes Handzeichen. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Zweigeteilte Frage, Herr Andersson. Waren Sie von der Erlanger Startaufstellung überrascht? Und im Anschluss daran, Herr Andersson, Sie haben doch zwei unerwartete Wechsel vorgenommen. Nee, ich war überhaupt nicht überrascht von dieser Mannschaft. Und ich und Robert, ich denke, wir haben, ich habe die letzten 4-5 Spiele von Erlangen gesehen. Und ich weiß, das ist eine schwere Aufgabe, hier in Erlangen zu spielen. Und die haben eine richtig gute Mannschaft. Die haben uns auch in Göppingen geschlagen. Das ist nicht unser Jahr. Wir haben, die Tabelle lügt nicht. Wir haben so unglaublich wenig Punkte. Wir haben nicht gut genug gespielt. Wir haben eine riesen Unsicherheit in der Mannschaft, das stimmt nicht richtig da mit unserem Spiel im Moment. Wir haben leider auch ein Jahr gehabt mit vielen Verletzungspech, aber ich finde, wir haben ein breites Kader und wir müssen viel besser spielen. Aber Erlangen hat mich nicht überrascht und wie weiß, das ist eine gute Mannschaft. Vielleicht waren ein paar überrascht. Aber selbstverständlich wir nicht, weil Teile war ein bisschen krank, hat nicht voll trainieren können. Eigentlich nur einen Tag vorher so richtig das probiert, sodass ich von Anfang an spielen war klar seit länger. Und auch klar, dass der länger Zeit verletzungsfrei ist. Und im Training, auch im Spielen, das haben wir gesehen in Lemgo und so weiter, ganz anders spielt und ganz anderer Mensch ist, sodass der auch mehr Spielanteile kriegt jetzt auf dieser Position, ist selbstverständlich und klar. Und mit Kevin auch, ich finde, er hat seine Chance verdient. Ole war nicht so glücklich in letzter Zeit und Kevin hat es gut genutzt, finde ich. War auch sehr wichtig für uns da am Anfang, dass man trifft diese, das haben wir nicht gemacht, alle Spiele, aber er hat direkt Zeichen gesetzt und getroffen und dann haben wir diese 3-4 Tore-Führung direkt von Anfang gekriegt und das hat uns natürlich geholfen. Und andererseits da mit Göppingen, ich kenne das selber von meinem erstes Jahr oder erste Monate in Erlangen, wenn nicht alles rund läuft und nicht Sicherheit da ist, dann ist es schwer und man kann so viel darüber reden, über Grund und so weiter, aber wie gesagt, Göppingen ist eine gute Mannschaft, ein guter Spieler, gute Trainer, die kommen auch irgendwann da raus. Weitere Fragen? Christoph Benisch, Nürnberger Nachrichten. Herr Robert, ihr hattet zwischendurch nochmal im zweiten Drittel der zweiten Hälfte nochmal eine etwas schwächere Phase, wo ihr nochmal ein paar Gegenstöße kassiert habt, wo es nochmal eng wurde. Hat es auch dich beeindruckt, dass die Mannschaft da so mühelos wieder rausgekommen ist, eigentlich aus diesem Tief in diesem Spiel? Ja, finde ich. Erstmal habe ich ja ein paar
wichtige Spieler eine Pause gegeben. Jonas in der Mitte, war ein bisschen müde. Jo kommt rein vor Tümmler. Selbstverständlich kriegt er da schnell zwei Tore von Pfahl mit seiner Erfahrung. Ein junger Spieler, aber die Mannschaft hat ihm ja geholfen oder wir haben uns wieder schnell gefangen nach diese Tore und wenn es eng wurde und immer an uns geglaubt und wir wissen, was wir können und wir haben vor allem zu Hause dieses kleine Selbstvertrauen mehr, vielleicht als auswärts. Und, nee, da, ich finde, war eine sehr gute Leistung von sehr, sehr vielen Spielern heute. Weitere Fragen? Keine mehr? Dann wünsche ich unseren Gästen einen guten Nachhauseweg und wir sehen uns am kommenden Sonntag um 15 Uhr gegen den deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen wieder. Vielen Dank. Tschüss.